So, willkommen zurück auf meinem Reaction-Kanal. Schön, dass ihr da seid. Wir haben Grund zu feiern. Warum, fragt ihr euch jetzt? Ich kann es euch sagen. Und zwar hat Klängern vor 47 Minuten ein neues Video hochgeladen. Dougie B zockt ab, wird verklagt und verliert. Also wenn das nicht geklickt werden möchte, das Video, weiß ich auch nicht mehr. Heute geht es um Millionen Spotify-Streams, Gerichtsurteile und Dougie B. Heute wird's freudig. Und damit moin Leute, herzlich. Ach du meine, und das in 9 Minuten 37. Ach du meine Güte. Willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn YouTuber Business machen, schauen wir natürlich immer genau hin, weil wir einfach interessiert sind, ne? So wie auch damals, als Dougie B verkündet hat, dass sie ein Musiklabel gründen wird. Das Ganze war die 23 Hours GmbH. Das war ein Label und Künstlermanagement und das wurde von Dougie B zusammen mit ihrem Ehemann Eugen gegründet. Mit dabei war auch als Geschäftsführer Pascal Schwientek, der ist aber seit dem 1.3.22 nicht mehr dabei. Und viele hatten sich damals gewundert, ey, Musik, Dougie B, passt das? Aber ihr Freund Eugen kam ja eigentlich ursprünglich aus dem Musikbereich, hat damals Musikvideos gedreht, war bei Banger Musik, also dem Label von Farid Bang und ist dann selbstständig damit geworden. Offensichtlich hat YouTubes Power Couple gesagt, Musik, das is it. Und offensichtlich, warum keine Sängerin geworden, ist voll geil. Hat das auch funktioniert. Es waren Künstler da, die durchaus erfolgreich waren. Georgie Keller, Dali, Equal oder Liase, keine Ahnung. Kenn keinen einzigen Chat. Nagelt mich nicht fest, aber ich kenne da keinen einzigen von. Wie man den ausspricht. Der hat mit Paradise einen Song, der hat über 100 Millionen Spotify-Plays. Und dann war da noch Art, der wahrscheinlich größte Künstler dieses Labels. Der hatte mit dem Hit Belgisches Viertel, dem wahrscheinlich erfolgreichsten Song des Labels, über 113 Millionen Plays auf Spotify. Belgisches Viertel, Maastrichter Straße. Und genau der Künstler, Art, war es auch, der in den letzten anderthalb Jahren so viel Stress mit Dougie und vor allen Dingen Eugen hatte, dass er gegen sein eigenes Label vor Gericht gezogen ist. Aber was ist jetzt genau passiert? Er läuft, würde ich sagen. Gegen sein eigenes Label vor Gericht ziehen, das könnte ich mir auch was Schöneres vorstellen. Das ganze Thema ist schon im Dezember 23 passiert, ist aber jetzt eigentlich erst an die Öffentlichkeit gekommen. Und Art hatte dazu auf seinem Instagram-Account ein Statement veröffentlicht. Statement. Nach heftigen Vorfällen habe ich im Herbst 23 eine einstweilige Verfügung gegen mein früheres Label 23 Hours erwirkt. Diese wurde kurz vor Weihnachten vom Landgericht Köln auch nochmal per Urteil bestätigt. Deshalb will ich nun endlich meinen Fans offiziell mitteilen, ich habe mich schon Ende 22 von 23 Hours getrennt. Die zurückliegenden anderthalb Jahre waren wirklich krass für mich. Es sind Dinge gemacht worden, die ich persönlich nicht für möglich gehalten hätte. Wen es genauer interessiert, was passiert ist, Landgericht Köln, Aktenzeichen 14O35423. Und genau das habe ich einfach mal getan und nachgeguckt. Ja, bereits am 29.09.23 hatte Art eine einstweilige Verfügung gegen sein Label bewirkt. Das Ganze wurde dann am 21. Dezember nochmal bestätigt. Und dann kann man genau nachlesen, worum es eigentlich geht. Und da wird's echt richtig schmutzig. Unangenehm. Also wenn diese Informationen rauskommen, ist es halt für alle Beteiligten, die an diesem Gerichtsprozess von seitens des Music-Labels beteiligt waren, wirklich unangenehm. Am 3. März 2022 gab es zum Beispiel einen Termin in einem Autohaus. Damit das Ganze hier nicht zu langweilig und in juristischer Sprache dargestellt wird, spiele ich euch das einfach in einem sympathischen Rollenspiel einfach mal vor. Übrigens ist sehr oft in dem Urteil von Geschäftsführer T die Rede. Damit ist dann natürlich Eugen, also Dougies Ehemann, gemeint, der das Ganze leitet. Und es passierte wie folgt. Hey Art, cool, dass du da bist. Guck mal hier, ein Auto für dich. Oh wow, auf dem Auto ist sogar eine große rote Schleife. Das sieht ja aus wie ein Geschenk. Bestimmt ist der Wagen für mich kostenlos. Nein, der Wagen ist nur geleast und wir stellen dir die Leasingrate in Rechnung und ziehen die von deiner Kohle ab. Gut. Oh cool, ein Geschenk, was ich mir nicht selber ausgesucht habe und was ich selber bezahlen muss. Gut. Das ist halt echt lustig, weil es Kindergarten auf so einer Anwaltssprache ist. Das ist halt schon ziemlich lächerlich. Schön. Ich sehe außerdem, ich habe den Wagen bis zum 3. Oktober 22. Okay. Steht so im Urteil. Hallo, ich bin Eugen, der Geschäftsführer. Wenn das Auto nicht bis zum 27.09. um 13 Uhr da ist, dann melde ich das Auto gestohlen bei der Polizei. Hä? Hä? Und dann ist es wirklich... Okay, das ist wirklich bodenlos, ne? Dann das Auto als vermisst oder... Vermisst? Nein, als gestohlen. Was für vermisst? Autos werden nicht vermisst, Autos werden gestohlen. Naja. Wirklich passiert, dass um 12.02 Uhr eine Strafanzeige gestellt... Nein!
Hat er nicht wirklich getan? Hä? Echt? Oh Gott, er hat's wirklich durchgezogen. Er wurde wegen Unterschlagung eines Kfz und Art als tatverdächtige Person angegeben wurde. Diese Anzeige wurde gestellt vom Geschäftsführer, also von Eugen. Art hat das Auto dann 3 Tage später, also noch innerhalb der Leasingfrist, zurückgegeben und dann wurde diese Anzeige wieder eingestellt. Mein Gott. Und dann ging es weiter. Am 31.05.22 wurde Art gefragt, ob er mit einer Firma zusammen eine Kooperation machen möchte. Das sieht doch interessant aus. Ich wäre dabei. Ich würde gerne 11.000 Euro dafür nehmen. Ich bin Eugen, der Geschäftsführer. Ich wäre auch gerne dabei. Machen wir einen Kombipreis für 22.000 Euro für beide. Daraufhin hat Art dann einen Vertrag für diese Kooperation bekommen, ja, mit offiziellem Logo dieser Firma, die dann beworben werden sollte und allem. Und laut diesem Vertrag wurde die Kooperationsfirma von Eugen vertreten. Plötzlich stand aber nicht mehr 11.000 Euro Gage in diesem Vertrag, sondern nur 3.000 Euro. Und was ist denn da los? Wie unprofessionell. Ey, Chat, wie unprofessionell will man sein? Das könnte ich ja als Privatperson sogar schon besser. What the fuck? Von diesen 3.000 Euro musste er 20% Vermittlungspauschale ans Label zahlen, also nochmal 600 Euro. So werden aus 11.000 plötzlich nur noch 2.400 Euro. Ja, Chat, und nach Abzug der Steuer bleiben dann nur noch 1.200 Euro. Gut, kann passieren, würdet ihr euch vielleicht denken, dachte sich das Gericht auch und hat diese Kooperationsfirma einfach mal angeschrieben deswegen. Und die Firma hat gesagt, nee, also der Vertrag, der ist gar nicht von uns, keine Ahnung, der ist, glaube ich, gefälscht. Chat, was ist da los? Und der Eugen, der darf auch gar nicht in unserem Namen einen Vertrag abschließen und unser Logo benutzen. Ja, hat er aber. Was ist denn da los, ey? Ja, ein Trick, wie man mehr Geld verdient. Vertrag fälschen einfach. Mitte September 22 hat Art dann gesagt, ey. Sollte ich auch mal drüber nachdenken. Nee, Spaß. Besser nicht. Komm, ganz ehrlich, mir reicht, ich möchte raus. Und dann hat er Eugen eine Nachricht geschrieben, dass er gerne aus dem Vertrag früher raus möchte. Was hat sich Eugen also gedacht? Hat er sich gedacht, ey, ich könnte ihn einfach rauslassen, wir können uns nochmal zusammensetzen. Oder ich schreibe an einige Leute aus der Branche eine E-Mail mit folgendem Inhalt. Wie vielleicht der ein oder andere mitbekommen hat, distanzieren wir uns von den Handlungen und der Person V. Leider ist es in den letzten Monaten uns nicht möglich gewesen, mit ihm normal zu sprechen. Und wir wurden informiert, dass er jetzt ein neues Teammanagement hat. Das ist schon so unprofessionell, Chat, dass man da reinschreibt, dass es für die nicht möglich war, normal mit dem Gegenüber zu sprechen. Das ist so unprofessionell und so peinlich eigentlich. Wir als Label werden weiterhin uns um seine Musik kümmern, solange die Verträge noch laufen. Wir alle sind leider maßlos enttäuscht, dass man so undankbar sein kann. Alle die Extrameilen, die wir auch mit euch zusammengegangen sind, wurden anscheinend nicht so wertgeschätzt. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, diese sehr vertraute und intime Information mit den wichtigsten Menschen zu teilen, mit denen wir seit mehreren Jahren zusammenarbeiten. Entschuldige, dass ich keine schöne Nachricht an einem Sonntag senden kann, aber wir schauen auf die positive Zukunft und werden alle das nicht emotionalisieren. Ja. Nö, gar nicht, Chat. Also habt ihr da Emotionen rausgesehen? Chat, kurze Frage an euch. Habt ihr da Emotionen rausgesehen? Ich nicht. Wenn wir mal zurückgehen, da steht sowas wie, wir sind alle leider maßlos enttäuscht. Nee, Emotionen? Nö, nö, nö. Wo? Emotionen? Keine Ahnung. Einfach nicht möchtest, dass dein Künstler, der geht, irgendwie nochmal einen Job in dieser Branche bekommt, ne? Ja, schade, dass wir keine besseren Nachrichten an einem Sonntag haben, ne? Diskreditierung von ehemaligen Künstlern in Mails an andere. Schön, einfach schön. Ja, er ist raus aus dem Vertrag, es gab aber noch ein Hin und Her, es war ja eine Menge Kohle im Spiel, wie ist das mit der Musik? Es ging vor allen Dingen auch um ein paar Songs, die immer noch da waren, die noch nicht veröffentlicht wurden und die damals entstanden sind, als beide noch zusammengearbeitet haben. Und 23 Hours hat diese 5 oder 6 Songs, um die es da ging, am 1.9.23 ohne Zustimmung einfach so auf allen Plattformen gleichzeitig veröffentlicht. Ja, genauso macht man das nämlich dann mit Künstlern, die man nicht mehr mag. Das ist die feine englische Art. Die Begründung des Labels vor Gericht, dass sie das machen durften, war nämlich, damals hat er die Songs in einem WhatsApp-Chat mit einem grünen oder gelben Symbol versehen. Und obwohl die Songs nicht fertig waren oder schon gemastert oder er sonst irgendwas zur Veröffentlichung gesagt hat, hieß das, dass wir die veröffentlichen dürfen. Ja, weiß ich jetzt so persönlich nicht. Unangenehm, Chat. Einfach unangenehm. Hat Art jetzt auch nicht so gesehen und eine einstweilige Verfügung gegen sein ehemaliges Label bewirkt. Und das Gericht hat das genauso gesehen und das erstmal so veranlasst. Darin wurde beschlossen, dass 23 Hours diese Songs nicht veröffentlichen darf, sonst drohen bis zu 6 Monate Ordnungshaft
oder eine Strafe bis 250.000 Euro. Oder, wenn man die nicht bezahlen kann, Ordnungshaft. Ja. Uff, was ein Stress, was ein Hin und Her für einen Künstler. Wahrscheinlich ziemlich scheiße, wenn man eigentlich Kunst machen möchte und gar nicht mal so nett von Leuten, wo man das jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Als ich gucken wollte, was Dagi B dazu sagt, habe ich gesehen, dass sie in letzter Zeit eine Social-Media-Pause gemacht hat, wegen sich anbahnendem Burnout. Vielleicht hat das auch ein bisschen dazu beigetragen. Ist auf jeden Fall ziemlich viel Kopfschmerz, wenn dein Label plötzlich irgendwie verklagt wird. Braucht man sich aber vielleicht auch nicht wundern bei solchen Sachen. Und was mich auch überrascht hat, ist, dass Dagi B seit dem 25. Januar dieses Jahres nicht mehr Geschäftsführerin bei diesem Label ist. Ja, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, ne, Chat? Also bei so einem Label, wo so viel Stress und Theater und Unprofessionalität herrscht, ist man, glaube ich, nicht traurig. Das Ganze macht jetzt nur noch Eugen alleine. Als diese ganzen Sachen passiert sind, war sie aber mit Eugen zusammen Geschäftsführer. Oder Geschäftsführerin oder wie man gendert bei zwei Personen halt. Und ich verstehe das nicht. Also das ist mit Sicherheit kein Einzelfall in dieser Musikbranche. Und ich habe das im Social-Media-Bereich auch schon oft mitbekommen, dass junge, unerfahrene Creator von ihren Managements komplett über den Tisch gezogen werden. Weil da halt viel Geld liegt und wenn man sich's nehmen kann, machen das manche Leute. Aber dass Leute wie Dagi und Eugen, die ja jahrelang ebenfalls Erfahrung in diesem Bereich gesammelt haben, so mit ihren Creatoren umgehen, das hätte ich echt nicht gedacht. An der Stelle Props an Art, der sich das nicht gefallen ließ und dagegen vor Gericht gegangen ist. Gibt viele, die einfach in den sauren Apfel gebissen haben und gesagt haben, komm, scheiß drauf, weiter geht's, ich gehe woanders hin. Ich glaube aber, dass man so nicht dafür sorgt, dass deine Creator besonders glücklich sind und lange bei dir bleiben wollen. Aber hey, was weiß ich schon, ne? Oder was wisst ihr? Ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und falls ihr einen Künstlervertrag braucht, meldet euch einfach bei mir. Ich mache dann auch einfach ein Label auf. Das war's von mir. Ich gehe jetzt ein bisschen belgisches Viertel hören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, gutes Video. Lässt mich mal wieder an der Professionalität einiger Managementunternehmen zweifeln. Aber da habe ich auch so meine Erfahrung schon gemacht. Ja, falls ihr die Reaction bis hierhin geguckt habt, lasst doch gerne auch ein Like auf meinem Video da. Und ansonsten guckt gerne auch mal bei Klängern vorbei. Bei mir könnt ihr als Algorithmus-Kommentar professionell reinschreiben. Wir schreiben mal als Algorithmus-Kommentar hier bei meiner Reaction unter dem Video professionell. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Reaction. Tschüss.